Ups. Die Sternkarte geht wieder aus. Das war aber so auch nicht vorgesehen, Freunde. Ah, ich kann bestimmt noch benutzen. Hast doch was auf dem Herzen, oder? Kann ich jetzt mit Julie reden eigentlich? Oh Gott, ich kann noch mit einem Passagier fragen, was total hohl ist. Stell mir bitte keine Fragen mehr. Ich kann gar nicht mehr klar denken. What? Das ist absolut nutzlos, dieser Typ. Na gut, Sternkarte. Muss ich jetzt die ganze lange Animation warten? Hä? Hätte die nicht zuklappen sollen? Moment. Oder habe ich jetzt die Information schon? Moment, ich lade mal kurz. Muss ich jetzt aber ernsthaft schnell sein? Okay, anscheinend habe ich die Informationen schon, die ich brauche. Oder auch nicht. Ehrenschuld, der verschwundene Gefährte. Vermisste Wuki, Rover haben wir gefunden. Und Spar Jäger, du hast die, zufrieden sein. Okay, gut. Also anscheinend habe ich alles, was ich wollte. Okay. Na gut. Das war also die Sternenkarte. Dann können wir jetzt noch zurück zu den Wookie latschen und das Ding noch abgeben, die Quest. Das war jetzt sehr überraschend. Achso, ich könnte natürlich noch leveln mit meiner Bande hier. Er ist jetzt Level 11. Warum ist er nicht so weit hinterher? Was bringt eigentlich Geschicklichkeit? Ich habe mir vor Geschicklichkeit ein gutes Verhalten. Granaten, aber sind sehr schwierig zu treffen. Verfassung. Das braucht er eigentlich. Das erste. So eine Glaskanone, ne? Bewusstsein. Ja, von mir aus. Talente. Oh, guck mal, er hat das Meistersinn und Meisterfokus. Was bringt denn das eigentlich? Meistersinne? Dank seiner Verwirrungsvermacht ist sich der Jedi seiner Aktion mit seiner Gegner voll bewusst. Das Talent ist im Aktiven verbessert den Verteidigungswert des Jedi um 6 Punkte. Er sitzt das Talent Rittersinne. Okay, es macht einfach nur mehr Defense. Okay, gut. Charakter, die einigen, was meistlich zu führen wissen, haben einen 3 Punkte auf Angriff Verteidigungswert. Dieser Bonus geht für alle Nahkampfwaffen. Okay. 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 Kräfte. Oh, er kann Machtrüstung leveln. Die muss man halt auch aktiv nutzen, das mache ich halt nicht. Oh, Druiden zerstören. Druiden deaktivieren. Druiden zerstören klingt gut, das machen wir mal. Ich werde ihn zwar nie mitnehmen, aber das ist ja egal. So, Mission ist auch Level 11 geworden. Was kann sie noch? Geschicklichkeit? Das macht irgendwie Sinn bei ihm, für Charakter, der viel rumballert, ne? Ansonsten leveln wir mit ihr auf jeden Fall Sicherheit, weil sonst kriegt ihr nämlich keiner... Ich habe ja noch übel viele Punkte. Warum habe ich eigentlich nicht so viele Punkte über... Ich habe mich alle verteilt, das ist mir schon bewusst. Hey, Glück des Gauners, Meister. Ohne Witz, mein Spielcharakter ist halt irgendwie den... Die hat 19 Geschicklichkeit, mein Spielcharakter hat 12 Geschicklichkeit. Und das Größte, was ich habe, ist Weisheit. Und eigentlich bräuchte ich noch viel mehr Geschicklichkeit, damit meine Waffen besser wären. Also viel Geschicklichkeit kann ich gar nicht leveln, damit das irgendwie nochmal sinniger wird. Dann ist übrigens noch ein schwarzer Fleck auf der Karte, fällt mir gerade so auf. Eventuell, vielleicht... Könnten wir da noch? Die Wookies habe ich. Das ist die Frage, ob es hier irgendwo noch so einen Wookie-Hinterhaltort gibt, ne? Den ich jetzt durch Zufall nur übergangen habe. Also, schade ist natürlich, dass ich jetzt. Ach, das wird schon. Na, ich weiß nicht. Das ist halt irgendwie Geschicklichkeit zu leveln. Es kann durchaus noch ein bisschen dauern. Hier sind wir irgendwie Viecher. Das muss wehgetan haben. Hm? Ja. Wo ist eigentlich mein. Und der alte Mann sprintet durch den Sumpf. Wow! Einfach nur wow. Ich habe es. Aha. Was mir jetzt gerade so auffällt, dass du in diesem Spiel zumindest Heilfähigkeiten außerhalb von Kämpfen nehmen kannst. In Shadowrun ging das zum Beispiel nicht. Da können deine Zauberer alle 3 Runden oder so kannst du heilen zaubern. Aber außerhalb von Kämpfen kannst du das halt nicht machen. Was total dumm ist, weil du könntest deine komplette Party jedes Mal voll regenerieren, was auch total überpowered gewesen wäre. Aber trotzdem gibt es da eigentlich keine Grenzen für Heilzaubersprüche. Du könntest sie halt immer außerhalb von wenn gerade nicht Kampf ist, könntest du immer schön spammen. Aber das geht natürlich nicht, weil du nicht zaubern kannst außerhalb von Kämpfen. Piu, 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 piu. Mann, die Viecher entziehen. Ach so. Die Viecher haben ganz klein im Kopf, haben die so, also die haben Augen.
Und dieses Ding, wo der vordere Stachel rauskommt, da ist halt irgendwie vorne ein so kleines Stück, wo so kleine Augen sind, so eingegraben quasi. Das ist ganz schön viel Nichts hier, ne? Ich hätte den ganzen Tag hätte ich hier noch jagen können. Das sind nicht gerade wenig. Was haben wir hier noch? Noch mehr Leichen? Ritualmarkierung? Da, du siehst einige uralte und mit den Jahren verwitterte Symbole. Moos und Staub lassen vermuten, dass viele Jahrhunderte niemand mehr hier war. Wir sind in einem Sumpf. Hier liegt Staub. Bist du großzügig, erscheint dir die Bestie, wenn du sie rufst. Bist du würdig und weise, kämpft sie gegen dich. Bist du furchtlos und tapfer, ist sie der Ruhm sicher. Wenn du die Bestie fütterst, folgt sie deinem Ruf. Hole Vipern aus dem Nest und hänge sie auf. Ihr Blut soll den Boden unserer Vorfahren trennen. Dies war offensichtlich ein Ort mit großer ritueller Bedeutung. Hätte ich nicht zwischendurch dieses Gift kaufen können bei den einen Typen? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich irgendwo Gift kaufen könnte, ne? Weinranke? Diese Kishila-Liane reicht bis zum Wipfel der Bäume. Du fragst dich, warum sie nicht weitergewachsen ist. Auf dem Boden darunter findest du Blutspuren. Offensichtlich wurden Lianen in der Vergangenheit immer wieder tote Tiere aufgehangen. Weggehen. Ich muss irgendeine Schlange aufhängen, ne? Na gut, aber ich nicht weiß, um welches Ritual es hier geht. Das heißt übrigens auch, dass ich hier nochmal runterkraxeln muss. Später nochmal. Weil hieß es nicht vorhin noch, dass diese Kishila-Ranken, dass die irgendwie giftig sind oder so? Was sind das eigentlich für Überreste? Die habe ich nicht bis jetzt übersehen können. Was sind das? Eine Viper-Kinrad-Leiche. Ach. Hier ist es nicht gerade, ich soll irgendwelche Vipern erschießen? Moment. Und das ist das erste Mal, dass wir eine Viper-Kinrad-Leiche überhaupt gedroppt ist, ne? Da scheint eine Bestie. Mal sehen, was das wird. Quick Save? Kann doch gut werden, ne? So. Weinranke. Vor allem Weinranke. Warum eine Weinranke? Blablabla. Tempo der feste Blutspuren. Die Vipern-Kinrad-Leiche an der Liane festfinden. Die Liane windet sich um das Tier. Das Gewicht scheint nichts ausgemacht. Lediglich ein leises Rascheln ist zu hören. Toll. Wir haben eine rituelle Bestie gefunden. Eine rituelle Bestie. Na gut, dann, mach mal hier Lähmung. Nee, nicht angreifen. Lähmung. Spam am besten. Was können wir noch? Machtwirbelsturm. Laserschwertwurf. Das hat er bestimmt auch kein Mana mehr, oder? Ich weiß nicht, warum ich irgendeine rituelle Bestie hier umhaue. Das ist bestimmt noch notwendig für irgendwas. Ich hoffe, ich verbombe nicht eine Quest, die ich mir bezahlbar hätte machen müssen. Der Hacker, bist du's? Bisschen sieht das wie so aus, ne? Ja gut, dann, Scharfhützen. Ich bin nicht vollgeheilt, fällt mir gerade so auf. Jetzt brauche ich damit, glaube ich, auch nicht mehr anfangen. Noch mehr Scharfhützen. Und los. Was? Neuer Tagebucheintrag? Ihr braucht... Nehmt das! Nehmt das! Nehmt das! Was? Nehmt das! Oh, bisschen Glaskanone ist Nehmt das! Okay, das klappt wesentlich zu. Das klappt viel zu gut. Als du den Leichnam dieses großen Ungeheuers untersuchst, siehst du, dass eine Klinge in seiner Seite steckt. Die Haut ist schon darum gewachsen. Die Klinge scheint die Kreatur nur oberflächlich verletzt zu haben. Wer weiß, wie lange sie mit dieser Verletzung gelebt hat. Du siehst die Klinge aus dem Kadaver. Der einzige Makel ist der fehlende Griff. Offensichtlich ist das Schwert zerbrochen, als die Klinge in die Kreatur eindrang. Okay. Das ist wahrscheinlich die Gunhans Tagebuch und Reif des Saresch. Reif des Saresch? Das klingt, sieht aus wie so ein Dingensbums hier. Beschränkung, helle Seite. Weisheit plus 5. Was bringt mir das? Was habe ich denn gerade ausgetauscht? Fähigkeiten, Bewusstsein, Sprengstoff, Einsatz, Dings? Eigentlich brauche ich irgendwas, was mir Geschicklichkeit bringt, ne? Aber das bringt mir aber nur Bewusstsein. Okay, ich habe jetzt unendlich viel mehr Weisheit. Ich habe jetzt Weisheit plus 6. Okay, habe ich irgendwas anderes? Sind wir noch irgendwie Geschicklichkeit? Hat irgendjemand von den anderen was Geschicklichkeit bringt? Das Ding bringt Willensstärke plus 3. Ist jetzt auch nicht so unendlich sinnvoll. Was hat er hier? Der hat Davix. Davix, wieso bringt er gar nichts? Wir stehen gegen Schall. Nehmen wir über den hier, ne? Spektralwärme bringt Bewusstsein plus 4.
Das Ding bringt Fähigkeiten, keine Wookies, Bob, der Interface, wieso? Tja, Bewusstsein, Sprechung, Sicherheit. Das Ding bringt eigentlich mit am meisten, das Bewegungssicht-Dingsbums. Das zählt vor allem nicht als Rüstung, das ist halt für... Na gut. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das ist tatsächlich wirklich ein technisches Gerät. Na gut, wir haben also jetzt erfolgreich eine... Missions Bruder? Ne. Ein Häuptling in Not. Du hast die Klinge eines reich verzehnten Für bestimmte Wookie wird diese Waffe vermutlich äußerst ordentlich wichtig. Immerhin ist der Questtext allgemein gehalten, ne? Fähigkeitsbonus? Achso, das steht hier nochmal alles. Okay, Bewusstsein. Ich habe Bewusstsein 13 und habe nochmal 9 Bonus obendrauf. Überreden habe ich nur 6 plus 3. Das kann ich mal so gut, ne? Reparieren? Okay, niemand hat behauptet, dass ich reparieren. Na gut, ich habe 10. Verletzungen heilen habe ich. Die Wirkung von Medikits. Das verbessert wirklich nicht meine Fähigkeit, andere Leute zu heilen. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Naja gut, wir haben dann außerdem noch irgendwo alle, wir haben noch irgendwo direkt noch so ein Dingens gefunden. So ein komisches Tagebuch. Wie ist der Typ? Guten Hans. Dieses Startup stammt aus einem Kadaver, also das Terentatek auf Kachik. Okay, das war ein Terentatek anscheinend. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass das war, wofür ich oben hätte das Gift kaufen können. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie ich das Vieh hätte vergiften sollen. Also, es gab hier keinen Ort zum Giftpacken mehr. Das sind deren Tatex, haben doch welche Leute schon geredet, oder? Egal. Diese Beste hat es wohl verschlungen. Es scheint das persönliche Tagebuch Gunhan Saresh zu sein. Der letzte Eintrag erklärt, was er auf Kajik wollte. Duran und Shaela sind ihre Wollos und damit der dunklen Seite verfallen. Ich wollte sie warnen, ihre Liebe zu unterdrücken. Aber sie haben mich beschimpft und beschuldigt, dass ich den dunklen Pfad folgen würde. Ich! Also habe ich diese Narren auf Korriban verlassen. Aber ich werde den Auftrag, der mir den Rat der Jedi gab, vollenden. Ich werde die Terentatik vernichten, wo immer ich sie finde. Angeblich lebt eine der Bestien in den Schattenlanden von Kachik. Ich werde die Bestie vernichten und beweisen, dass ich weder Duran noch Shaela brauche, um diese Kreatur zu besiegen. Ach, das war das. Ach nee, Quatsch, das war nicht das, wofür ich das Gift gesehen habe, sondern das war das, wovon der eine Typ erzählt, dass die von den Sith erschaffen wurden und dass die Leute verführen. Die Terentatiks. Aber davor war es jetzt nicht besonders stark, muss ich sagen. Das war jetzt ja... wirklich moderat niederzuschießen, ne? Und vor allen Dingen, wie ist es immun gegen die helle Seite der Macht? Ich hab das doch gerade easy mit dem Dings betäuben können. Oh Mann, ey. Das muss wehgetan haben. Warum nimmt dieses Kinnrad eigentlich so wenig Damage? So. Ist das da hinten der Wookie, den ich suche? Ist die Frage, ob ich lieber zu meinem anderen Kumpel nochmal von eben nochmal schnell zurückrennen sollte am Anfang, ob das... Was ist denn das hier vorne noch? Angeblich war ich hier schon. Ah ne, die Karte war hier nur. Das hätte ich nur schon erkundet. Tja. Also wenn man Tachs jagen möchte, hier wäre auf jeden Fall die Gelegenheit. Sieht nach einem Wookie aus. Ach. Meinst du? Ah ne, das ist wieder Freya. Ah ne, das ist ein anderer, oder? Freya war der aufs Terminal zugreifen wollte, oder nicht? Noch mehr Tscherker-Ratten! Ist nicht einmal Kashis Herz für euch sicher! Er ist verwildert. Reiß dich zusammen, Freyr. Wir sind Freunde. Erkennst du mich nicht? Nach Jahren hier unten weiß ich, dass man Fremdlingen nicht trauen kann. Ich werde dich töten! Tja, das könnte schwierig werden. Ist das so ein Gegner, den man betäuben kann? Oder kann ich ihn betäuben? Und ihr braucht... Man ist nie so alt. Was der alte Mann weiß, das gefährlich ist in der Nähe vom Feind, um was zu machen. Okay, irgendjemand hat gerade eine Giftgranate geworfen. Das finde ich nicht gut. Schön, dass ich zwischendurch im Dialog war, ne? Hau mal ga. Ja? Das wollte ich getan haben. Ich bin besiegt. Nimm meinen Kopf, Tscherker-Bastard. Du hast nur diese Chance, so wahr ich Freya von Kashyyyk bin. Haha, Shunda schickt seine Grüße. Jetzt sterbt. Ich bin nicht wegen dir hier. Also doch, schon, aber. Die Worte des Fremdlings sind voller Lügen. Du kannst mich nicht überzeugen. Das reicht. Euer Leben hat jetzt ein Ende, elendes Pelzknäuel. Nein. Was weißt du über Salva und Shunda? Was? Das sind meine Söhne. Aber ich habe sie verloren. Der eine ist Verwandte, der andere ein Verräter. Moment. Zalbar und Shunda sind Brüder? Und du bist ihr Vater? Warte mal. Heißt das etwa, dass Big Z so eine Art Prinz ist? Warum sprichst du von meinen Söhnen? Woher weißt du von ihnen? Sag es mir. Alter, hat Mission irgendwie geschlafen, als wir oben bei Shunda waren? Gunther schickt seine Grüße? Ja, ist klar.
Ich bin Vispa Cora. Shunda hat mich geschickt, um euch zu vernichten. Ich bin Vispa Cora. Ich bin mit Zaba nach Kashyyyk gekommen, wie es der Zufall so will. Zu meiner Schande wurde Zaba fand ein Versklav. Bist du der Besitzer meines Sohns, Fremdling? Nein, er folgt mir aus seiner Lebensschuld. Das spielt keine Rolle. Er beweist nur, dass ich nicht zu den gewöhnlichen Skandal. Das ist nein. Er folgt mir wegen seiner Lebensschuld. Ist das wahr? Dann schalte dich zu achten. Ich höre dir zu. Mit Vorsicht. Meine Leichtgläubigkeit hat mich schon einmal geschadet. Hätte ich schon das Lügen erkannt, wäre er als Sklaventreiber entlarvt worden. Und ich hätte Zaba nicht verbannt. Was? Davon hat mir Big Z nie was erzählt. Ich wusste ja nicht mal, dass er aus einer königlichen Familie kommt. Ich glaube Zaba nicht. Ich hörte nur das Wort der Älteren. So ist die Tradition. Ich war blind aus Scham über seine Tat. Erklär mir genau, was mit Zaba geschah. Zaba hat herausgefunden, dass Shunda mit der Shaka Corporation kooperiert und sie zu unseren Jägern führte. Shunda erklärt ihr Verschwinden mit den Gefahren den Schatten an. Zaba verlor die Nerven, als er seine Lüge erkannte. Er hat Shunda mit seinen Klauen angegriffen. Ich hielt ihn für verrückt und verbannte ihn, wie es die Tradition gebot. Wann hast du die Wahrheit erfahren? Ein Jahr später. Shunda verbreitete Lügen und meinen angeblichen Wahnsinn. Plötzlich hatte ich keine Verbündeten mehr. Er und seine Leibäfter griffen mich an. Sie verfolgten mich bis in die Tiefen des Schattenlandes. Damals habe ich ihn kennengelernt. Ich half ihm, seine Verfolger abzuschütteln. Erinnerst du dich jetzt, Freya? Ja, ich denke schon. Ich bereue, was ich getan habe. Es ist lange her, dass jemand vertrauen kann. Oder er mir. Zu anderen Fragen? Ich werde antworten. Warum will Shunda dich tot sehen? Wenn Zaba zurückgekehrt, erkennt mein Volk vielleicht, dass Shunda die ganze Zeit gelogen hat. Shunda bezeichnet sich als Führer, der trotz aller Tragödien seine Familie durchgesetzt hat. Wenn er mal erfährt, dass er mit den Sklaven dann kooperiert, wäre er entehrt. Ich frage mich... andere Fragen? Ich habe jetzt mit Zaba geschaut. Okay, das hatten wir schon. Andere Fragen? Also gut, was jetzt? Das hängt von dir ab, Vispa Cora. Töte mich oder lass mich mein Volk noch von Nutzen sein. Ich könnte Shunda herausfordern, aber es wäre unmöglich, seine Gefolgschaft von seiner Lüge zu überzeugen. Wie? Alle sind auf seiner Seite? Das ist langweilig, ich werde dich auslöschen. Er hat ein dichtes Lügennetz gesponnen. Aber wenn ich unsere Tradition appelliere, finde ich vielleicht Verbündete. Es gibt eine Legende über einen großen Krieger aus alten Zeit. Er hieß Barker und wird sehr verehrt. Barker fand ein abgestürztes Raumschiff, das erste Zeichen für fremdes Leben. Der vorsichtige alte Wookie fürchtet eine Invasion. Er schmiedet aus den Wrackteilen eine Vibro-Klinge. Er symbolisiert lange Jahre unserer Unabhängigkeit. Nur unser wahrer Führer hielt sie in den Händen. Na, welch Zufall aber auch, dass ich das Ding schon gefunden habe, oder? Es ist schön, dass das Terentatik und das Klingending gleich alles zu eins lang sind. Wie könnte ich sie finden? Das ist ein Problem. Sie ist seit Jahrhunderten das Symbol des Königs, aber vor vielen Jahren wurde sie in einem rituellen Kampf zerstört. Rot Rava kämpfte damals den Schattenland gegen ein Ungeheuer. Er suchte die Herausforderung, doch die Bestie war zu stark. Er belebte, doch die Klinge des Schwerts blieb in seiner Haut der Kreatur. Der Sage nach verloren wir das Schwert, weil wir nicht länger würdig waren. Der Griff ist bis heute im Besitz des Königs. Shunda hat ihn. Wir müssen die Klinge finden, Vispa Cora, um ihn vom Thron zu stoßen. Ich habe sie zufälligerweise schon. Ich wusste gar nicht, was es eigentlich sein soll. Und ich weiß nicht, Anna, beschreibt mal die Kreatur. Viele haben versucht, die Bestie zu töten, aber nur wenige haben sie gesehen und überlebt. Und natürlich hat es bisher niemand geschafft, die Bestie zu töten. Vor vielen Jahren, als ich noch jünger war, kam ein Jedi, um den Kampf gegen die Kreatur zu machen. Ein stolzer und überheblicher junger Mann. Wie viele andere vor ihm kam er nicht zurück. Die Bestie ist klug. Es erscheint nicht, wenn wir mit einer großen Gruppe auftauchen. Aber wenn wir in kleineren Gruppen zusammenkommen, können wir es überlisten. Frisches Blut lockt es an. Bevor Shunda das Ritual untersagte, wurden frische Opfer häufig im Süden des Gebiets hinterlassen. Und ihr meint noch immer, ihr werdet es wert, König zu werden? Nein, aber besser ich als Shunda. Er verkauft sein Volk aus reinem Machthunger. Hilf mir, Vispa Cora. Du hast mir die Hoffnung gebracht. Naja, natürlich habe ich das Ding gerade da. Wirklich? Bitte zeig sie mir. Ich muss sicher sein. Na hier, bitte. Zack, mit der Klinge voraus. Obwohl, das Ding hat keinen Griff. Hier bitte. Das ist sie. Sie ist nicht beeindruckend, aber die Klinge ist eine wichtige Reliquie meines Volks. In meiner Verzweiflung dachte ich, dass ich unwürdig bin, sie zu suchen. Ich hätte Shunda schon lange herausfordern sollen. Ich werde alles wieder gut machen. Ich habe neue Hoffnung. Du hast sie mir gebracht. Das ist wohl, was ein Ungeheuer wollte. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Ich klettere so schnell wie möglich an die Oberfläche und besorge mir Verbündete. Ihr solltet mir baldmöglichst folgen, Vispa Cora. Dann betreten wir Shunda im Thronsaal gegenüber. Ich werde mein Volk befreien! Vor allem Thronsaal. Ich habe vor allem wieder nicht nach Geld gefragt, ne? Obwohl ich mir bezweifle, dass der Wookie welche bei hat. Und ich habe nicht mal gute Seitepunkte dafür gekriegt, dass ich das einfach... selbstlos das Ding ohne Bezahlung zu verlangen aufgegeben habe. Ich bin schwer beleidigt. Schrecklich.